wäre klasse. Und hab noch viel Spaß und wir sehen uns dann morgen. Morgen bin ich wieder hier, am Morgen. Vielleicht auch später heute noch, aber das weiß ich noch nicht. Das ist dann spontan. Alles klar. Danke, Jungs und Mädels, falls Mädels dabei waren. Und habt Spaß mit Kesti. Tschüssi, euch allen auch. Das, liebe Leute, war der gute Schalker Botschafter. Schalker Botschaft aus Ohio. Der streamt jetzt immer vor mir. Und Kessis Englischlehrer ist schon da und stellt schon genau die richtigen Fragen, nämlich ob ich Schalke-Fan bin. Toysi, schön, dass du mit dabei bist. John, moin. MK, gut Kick, sagt er, gut Kick in die Runde. Daniel, moin. Maurizio, ich war eben bei Francesco, dieser Junge ist einfach Beste. Stimmt, Francesco war ja da auch online. Stimmt, ich war bei beiden auch heute noch mit dabei, teilweise parallel. Ja, wirklich, wirklich zwei richtig gute Jungs. Okay, Christian, Glück auf. Moin, schön, dass du mit dabei bist. 1905 KR, moin, was ist das? Maskerell soll gehen, wir brauchen das Geld, direkt schlechte Laune, sorry. Sehe ich nicht so. Muss einfach mal positiv sehen. Der Mascarell, der, wer schon sagt, er will Schalke jetzt nicht verlassen und er ist auch kein allzu schlechter Spieler, Felix. Das ist, glaube ich, die richtige Aussage. Ich verstehe, wenn du sagst, ey, wir brauchen die Kohle unbedingt, aber irgendwas wird wohl noch passieren, Felix. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gar nichts mehr machen auf dem Transfermarkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du an Gott? Moin Didi, schön, dass du mit dabei bist. Nico, moin. Du Typers ist auch mit dabei. Du Typers. Schön, dass du mit dabei bist. Und kennst du Gamer Brother? Glück auf Martin, schön, dass du mit dabei bist. Glück auf Matthias, Boris, ahoi. Moin, Schalker Botschafter hat gesagt, wir müssen alle herkommen. Ich bin jetzt hier. So ist es richtig. Ich war auch gerade noch bei ihm. Kannst mal zurückscrollen. Ich habe gerade noch die letzten Minuten noch im Stream, habe ich noch seinen Stream geschaut. Also, ja. Okay, Moinsen und Glück auf zusammen. Moin, John, schön, dass du mit dabei bist. Maskerell stellt sich die Herausforderung, kann richtig gut zocken. Der hilft uns noch sehr, denke ich. So, okay, dann starten wir mal eben mit Maskerell. Kurz einmal, was ist passiert? Omar Mascarell hatte ein Angebot aus Valencia. Ob er tatsächlich ein Angebot hatte, lassen wir jetzt mal da stehen, lassen wir mal nebenbei. Jedenfalls, Sky hat darüber berichtet, dass Valencia an ihm interessiert sei. So, und Valencia hat dann wohl drüber nachgedacht, ihm ein Angebot zu machen, beziehungsweise wollte ein Angebot vorbereiten. So hat es Sky berichtet. Keine Ahnung, was jetzt tatsächlich wirklich dran war. Jedenfalls hat Mascarell jetzt ein Interview mit der Marca. Ich hoffe, es heißt Marca. Wenn wir einen Spanier jetzt gerade dabei haben, der kann mich gerne berichtigen. Vielleicht heißt es ja auch Marca oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls die große Tageszeitung aus Spanien hat darüber berichtet, dass Mascarell, was erzähle ich schon wieder? Mascarell hat mit denen ein Interview gegeben und er hat Folgendes gesagt. Ich betrachte das als meine Verantwortung, gerade als Kapitän. Ich bin nicht einer von denen, der das Schiff verlässt, wenn es schlecht läuft. Ich habe Lust darauf zu kämpfen, um diese Situation zu beenden. Jedes Interesse ist ein Kompliment, aber wie schon gesagt, ich konzentriere mich gerade auf Schalke. So, und damit ist der Drops erstmal gelutscht. Omar Mascarell wird auf jeden Fall auf Schalke bleiben und ich finde, es ist eine geile Nachricht von ihm, muss ich wirklich sagen. Die andere Kehrseite hat jetzt gerade schon der Felix auch gesagt, wir brauchen natürlich auch Geld, um uns Neuzugänge zu holen. Aber ganz ehrlich, warum soll ich denn jemanden abgeben, der zum einen unser Kapitän ist, das heißt wirklich auch Leistungsträger auf der Sechserposition. Und
gerade die Leute, die sich richtig identifizieren mit Schalke 04, warum soll ich die denn wegjagen? So, wenn Mascarell von sich aus gesagt hätte, boah, nee, Schalke, ey, habe ich gar keinen Bock drauf mehr. So, okay, dann musst du sagen, ja, dann geh mit Gott, aber geh. Aber ist ja nicht so. Er sagt, es ist seine Verantwortung, auf Schalke zu bleiben. Er will das, er möchte weiter auf Schalke bleiben, er möchte mit Schalke raus aus dieser Situation und deswegen feiere ich das auf jeden Fall, dass er es so gesagt hat. Er hätte es sich ja auch einfach machen können. Er hätte sagen können, Valencia, geiler spanischer Verein, Heimat, Sonne, hat er nicht gemacht. Finde ich eher ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Okay, da gucken wir mal. Dum, 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 dum. Wenn Mascarell fit ist, ist eine Verstärkung, er zeigt zumindest Charakter und das ist doch das, was wir Schalke immer fordern. Ja, sehe ich auch so, Daniel. Wirklich, ja. Theo, Leute liken, damit der Stream bekannt wird. Jawohl, Theo, sehr gute Idee. Lasst mal gerne gerade ein Like da, dann, wie gesagt, wird der Stream noch ein bisschen bekannter. Der Algorithmus erkennt das dann, dann kommen gleich noch mehr Leute rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Okay, Mad Dog, moin, schön, dass du mit dabei bist. Duty Purse. Ich versuche es richtig auszusprechen, wahrscheinlich ist es immer noch falsch. Oder Duty, warte, Duty Purse. Ah, Duty Purse, okay, Englisch. Haha, jetzt habe ich es geschnallt. Okay, was war ein Name, was sind die Gründe für den Nichtwechsel? Verantwortungsbewusstsein, sagt er. Verantwortungsbewusstsein. Er will nicht wechseln. So, genau. Er hat da einen Riegel vorgeschoben. Man muss jetzt auch dazu sagen, ob Valencia jetzt tatsächlich auch ein Angebot abgegeben hätte oder hat, das wird jetzt nicht wirklich klar. Aber, naja, Mascarell sagt einfach, nö, er bleibt da. So, damit hat er ja auch zukünftigen Interessen ja auch ganz klar signalisiert, nö, ich bleibe auf Schalke und deswegen finde ich das gut. Glück auf, Nina. Moin, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, Michael. Moin. Auch schön, dass du wieder mit dabei bist. Michael, du bist sehr, sehr fleißiger Mod. Das wollte ich dir nochmal gesagt haben. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon mal gesagt habe. Wahrscheinlich noch nicht so oft. Deswegen danke, dass du hier Mod bist. Das wollte ich nur gesagt haben. Schalke einfach die Besten, sagt Maurizio. Okay, wenn Mascarell, die anderen sind auch alle fleißig, ja? Bevor jetzt die anderen sich beschweren, ich sehe schon kommen. Ich wollte nur Michael mal nennen, weil mir einfach oft aufgefallen ist, dass Michael auch tätig geworden ist. Okay. Uiuiui, wo sind wir denn schon wieder hier? Uiuiui, da sind aber wieder Kommentare gekommen. So, wenn Mascarell fit ist, gehört er sicherlich zu den besseren Spielern. Ist so. Sonst wäre er nicht Kapitän geworden. Moin Vinci, Schalömchen, sagt Schalker Botschaft. Moin, schön, dass du mit dabei bist. Sehr cool. Wie gesagt, hat gerade noch gestreamt. War auch gerade noch bei ihm im Stream. Genauso wie der Schalker. Auch gerne den Kanal mal besuchen. Gerne ein Abo dalassen. Bei der Schalker und bei Schalker Botschaft. Genau. Okay. So. Eli Geller ist verwuselt. Auch geiler Name. Eli Geller ist verwuselt. Bejas zu Schalke. Hat nichts von gehört? Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Wenn das noch mehr gehört haben, schreibt es mal in die Kommentare rein, was da dran ist. Ob es ein Gerücht ist, ob da irgendwas dran ist, schreibt mal rein. Glaube, die Frage nach dem Alter war auch oft. Und kannst du auch das Spiel zeigen? Ja, genau. Kessi, kannst du das Spiel zeigen? Ja, genau. Bier sehr gut. Kolasinac wird den Mascarell in Form bringen. Nee, ist kein Bier. Ist Energy. Sieht eher aus wie was anderes, aber ist Energy. Moin, Kesti, Omar bleibt, finde ich gut. Finde ihn sympathisch und er verlässt uns nicht. Finde ich gut. Solche Typen mag ich. Oh, den Rest kann ich nicht lesen. Aber, jo, Oma bleibt. Finde ich auch gut. Glück auf, Leute. Nur der S04. Moin, Vasili. Schön, dass du mit dabei bist. Moin, Männer. Sagt Lelele. 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 Ich muss immer an Capital Bra dann denken. Lelele. Okay, sorry. Bisschen off-topic.
Jo, richtig, sagt MK. Jawohl. Moin, Kesti, sagt Kaichen. Hi, Kaichen, schön, dass du mit dabei bist. Meinung zu Beas, zu Schalke, kann ich noch nichts zu sagen. Kann ich noch nichts zu sagen. So, weil du es jetzt aber schon ein zweites Mal geschrieben hast, werde ich es jetzt mal entgoogeln. Neue Gerüchte um Ömer Beyaz, 17.11.2020. Das scheint ja nicht unbedingt ein aktuelles Gerücht zu sein. Nee, kann ich nichts zu sagen. Kann ich nichts zu sagen, du. Okay, hat Hoppen Team of the Season, glaube ich. Wahrscheinlich Team of the Week, willst du wahrscheinlich fragen, ne? Bekommen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jovic Dreierpack am Sonntag? Nee, bitte nicht. Auch ganz krasse Nachricht, Luka Jovic. Ich habe heute schon mal im Schalke-Update darüber berichtet. Ich weiß, war jetzt nicht unbedingt eine Schalke-Nachricht. Aber nochmal, wir spielen diese Woche gegen Eintracht Frankfurt. Und Luka Jovic kommt zurück zu Eintracht Frankfurt. Der hat einfach mal in 2 Jahren 36 Tore geschossen für die. Also das finde ich, ist schon relevant für uns. Definitiv. Also, ja. Da müssen wir echt auf den aufpassen, würde ich sagen. Glück auf zusammen. Moin, Kugelblitzeis. Schön, dass du mit dabei bist. Mascarell, jawohl. Kessis Englischlehrer, bester Account. Okay. Kessi, was sagst du dazu, dass Beas zu Schalke geht ablösefrei? Glaube ich nicht dran. Beas haben verschiedene türkische Medien verkündet. Ey, mach mir nicht fertig. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier gar nichts, Leute. Wie gesagt, alte Gerüchte im November. Jetzt müsst ihr mir die Quelle mal sagen. Jetzt habt ihr keinen Offensiven mehr nach Harit? Doch klar, haben wir noch Offensive. Ut. Ut haben wir. Energy aus der Leipziger Dosenfabrik? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ist das hier? Aus dem Aldi. Ja, kann ich ja zeigen, ne? Krieg ich ja kein Geld für. Effekt. Ja. Es hat einen Effekt auf auf meine Leistungsfähigkeit. Bilde ich mir zumindest ein. Moin, moin, Tom. Meiner Meinung nach hätten wir den verkaufen sollen, den guten Omar. Der ist eh immer verletzt. Boah, boah, boah. Nee, nee. Also ist schon ein Mentalitätsspieler. Aber ich habe im Vorfeld aber auch gesagt, wir können ihn verkaufen, wenn wir eben keinen anderen verkaufen können und Mascarell weg will. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn er gar nicht weg will, so warum sollte ich den dann weggeben? Das macht für mich keinen Sinn. Servus aus dem Frankenland, FCN. Jawohl, moin Basti, hi. Glaubst du, dass Schalke Kolasinac fest verpflichtet? Ich hoffe es, Sebastian. Ich hoffe es. Glaube ich dran? Ja, ein Stück weit glaube ich schon dran. Ein Stück weit glaube ich schon dran, weil, naja, wir werden noch sehen, wie wichtig Kolasinac noch für uns wird. Also. Ja, doch, irgendwie, ich glaube schon dran. Ja, wie gesagt, wir haben auch nicht das für möglich gehalten, dass er jetzt zu einer Leihe zu uns kommt. Also, warum nicht? Meinung zu Jovic zu Frankfurt und wie viele Tore denkst du, schießt er gegen Schalke? Meinung, erstmal herzlichen Glückwunsch an Eintracht Frankfurt, dass ihr den Spieler wieder zurückbekommen habt. Erst 63 Millionen von Real Madrid bekommen. Und ja, später sich den Spieler nochmal ausleihen. Also ganz stark auf jeden Fall. Sehr wirtschaftlich gedacht. Clever. Ja, wie viele Tore schießt er gegen Schalke? Keinen natürlich. Keine. Ist doch klar. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare dieser Art jetzt noch kommen. Aber okay. Wir werden sehen. So, wen haben wir jetzt? Dum, 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 dum.
Gibt's was Neues vom VfB? Ich will den Tommy an euch nicht loswerden. Vom VfB? Ey, keine Ahnung. Aber ich habe letztens auch schon zu Real Nico gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Bentaleb zum Beispiel, jetzt ohne gegen Bentaleb irgendwie was großartig noch sagen zu wollen, aber er spielt ja de facto keine Rolle mehr auf Schalke. Ihr könnt ihn haben, Agabus. Ihr könnt ihn haben. So, Leute, ich muss wieder runterscrollen. Sind zu viele Kommentare. Okay, ist so geil der Deal. Ich denke immer an die 5 gegen Düsseldorf. Okay. Ist halt ganz lustig, wenn man Harit in Rot hat. Okay. Harit in Rot? Okay. Jovic spielt doch noch gar nicht gegen euch oder was hab ich was verpasst? Wir werden sehen, ob der gegen uns spielt. Also, es kann sein. Also, der wird am Sonntag anfangen. Ist jetzt meine Information. Der wird am Sonntag eventuell mit dabei sein, weil er muss 2 Corona-Tests muss er noch machen und den Medizincheck. Aber ich denke mal, wenn Frankfurt alles dran setzt, diese Tests auch zu machen, dann müsste das eigentlich machbar sein bis Sonntag. Ich kenne jetzt aber auch nicht genau die Voraussetzungen, muss ich euch ehrlich gestehen, wie weit diese Tests auseinanderliegen müssen. So, aber ja. Ich an Frankfurt stelle, ich würde den einsetzen. Definitiv. Definitiv. Jovic kostet 2 Millionen für 6 Monate. Ja, guck. Ey, und wie gesagt, vorher mal 63 Millionen für ihn kassiert. Guter Deal. Guter Deal. FIFA-Karte Spezial. Ach, er redet über FIFA. Okay, alles klar. Alles klar. Wir können Bentaleb haben für den VfB. Ist der dann kostenlos oder wollt ihr noch Kohle? Nee, der ist so gut wie kostenlos eigentlich. Ich glaube nicht, dass da noch ein Verein großartig noch was für zahlen müsste. Ja. Also, Aga, sag Bescheid in deinem Verein. Ehrlich. Hoppe, Fußballgott, ich kann nicht anders, sagt Speedy. Jo, ich wünsche Bentaleb aber auch alles Gute, ja? Also ich will das jetzt nicht, ja? Du weißt. Schaust du Bayern gegen Kiel, Kesti? Nein. Nee. Harit hat eine Inform-Karte in FIFA bekommen. Aha, und die ist rot. Okay, alles klar. Ey, so tief bin ich nicht in FIFA drin. Also, wer das gestern gesehen hat, das war ja, ja, naja, okay. Ich will nicht mehr allzu großartig so, ich gehe nochmal drauf ein. Ich habe es gestern tatsächlich vollbracht, in FIFA mehr Niederlagen einzufahren, als Schalke es in Real Life in dieser Saison gemacht hat. Also, so viel zu meiner FIFA-Kompetenz. Ja. Aber ich wollte nicht aufgeben. Und ich habe nachher noch gewonnen. Also, ich habe nachher ein Spiel gewonnen, tatsächlich. Aber erst am 16. Spieltag, nicht am 15. wie Schalke so. Hoffenheims Deal mit Rudi war besser. Ja, stimmt, Fabi. Der war echt gut, ey. Der war echt gut. Unfassbar. Rudi kassiert 3 Millionen im Jahr und die zahlt Schalke halt so. Also Hoffenheim zahlt einfach nichts für Rudi. Das ist unglaublich. Unglaublich. Hahaha, als ob sich Stuttgart so einen schwierigen Egoisten holt. Wie gesagt, ich habe ihn Nico auch schon angeboten, wer dabei ja schon etwas dran interessiert. Ich sage, ein Bentaleb, keine Ahnung, der hat einfach noch nicht seinen richtigen Verein gefunden, offensichtlich. Der hat einfach nicht den richtigen Verein gefunden. Ich behaupte, der wird nochmal irgendwann in seiner Karriere bei einem Verein spielen, wo er sich richtig wohlfühlt, wo der einfach der King auch ist und immer aufgestellt wird und dann geht es ihm auch gut.
Kiel haut ba Bayern raus. Ich setze 50 Euro. Wer geht mit, sagt Kai. Ich nicht. Ich nicht. Also da könnte ich mein Geld direkt verbrennen. Das. Nee. Warte, warte, warte. Ich habe meine Kopfhörer gar nicht auf. Ich denke schon mal, ist das so ruhig heute? So, dann gucken wir mal. So, da gab es eine Spende. Ich habe die gar. Ach, doch, da. Fußballwissen. Hey, cool. Dankeschön. 3 € und 04 Cent. Sehr cool. Danke dir. Danke dir. Okay. Cassie hat keine Kopfhörer auf. Ja, ich hatte keine Kopfhörer auf. Ich habe mir jetzt so ganz kleine bestellt. Die habe ich bei Gamer Brother gesehen. Der hat hier so ganz kleine. Kopfhörer. Mir gehen die mittlerweile auf den Keks, ey. Ich finde, ich sehe immer aus wie so ein Raumfahrer mit den großen Dingern. Und deswegen habe ich mir die mal geholt jetzt. Kommen aber noch. Also sind noch unterwegs. Der Amazon-Bote wird es bringen. Kästchen oben ohne, genau. Engela war einer der besten im blau-weißen Trikot ever. Absolut, Ante. An die Jüngeren hier auch nochmal in dem Stream. Orlando Engela. Größte Schalke-Legende. Besser als Raúl. Kessi hat ja schon einen grauen Ansatz, wenn ich das richtig sehe. Maxi, guck nicht so genau hin. Also wirklich. Kannst du den Kanal Vater-Sohn mal erwähnen? Kann ich. Vater-Sohn habe ich auch mal vorbeigeschaut. Ich glaube, die sind sogar gerade live. Könnt ihr gerade mal reinschauen. Schaut mal kurz bei denen rein. Wenn euch die beiden zusagen, lasst mal direkt ein Abo da. Aber dann kommt natürlich auch direkt wieder zurück in meinen Stream. Okay. Ich fasse das mit Hoppe immer noch nicht, sagt Kai. Ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, beziehungsweise ja, in dem Video. Ich sage nie wieder was Negatives über Hoppe. Nie wieder. Wie alt bist du, Cassie? Ich bin 30, Bastissimo. 30. Ibisevic ist Schalke-Legende. Ibisevic auch natürlich, ja. Muss man jetzt hinzuzählen. Aber wie gesagt, Ibisevic ist für mich, ich finde es einfach schade, wie das abgelaufen ist. Über Ibisevic würde ich jetzt auch nicht großartig noch Witze machen oder so, weil ich es einfach nur schade finde. Ich finde es wirklich, wirklich schade. Ich habe mich so gefreut, dass der Mann auf Schalke spielt, weil ich den als Typen fand ich den immer cool. K sagt 905. Nee, 4K haben wir noch nicht, oder? Oder was meinst du mit 4K? Kamera? Oder was? Ach, dass Price ist meine Haare sehen kann, oder was? Nee, also das ist, ich glaube 720p ist das. Obwohl ich eine 1080 Pixel-Kamera gekauft habe, aber das funktioniert einfach nicht. Frag mich nicht, warum. Aber das Bild sieht, glaube ich, trotzdem ganz gut aus. Ich guck mal, wie viele Abos ich jetzt habe. 3858. Wahnsinn, Hammer. Wirklich geil. Danke euch dafür. Wirklich unglaublich. Hätte ich niemals mit gerechnet, als ich damit angefangen bin mit YouTube. Ganz, ganz crazy. Ganz, ganz crazy. Macht mal die 100 Likes voll. Danke dir, Bobchen. Danke. Engel aber nur mit links, den anderen Fuß nur zum Bier holen. Ja.
War wirklich so, war wirklich so. Orlando Engela war einfach nur, der hatte einfach nur einen Fuß. Der andere, ja, wie Didi schon gesagt hat, nur zum Bier holen, nur zum, damit er dich umfällt beim Fußballspielen. Hab mir die Spielzusammenfassung bestimmt 10-mal angeschaut bisher. Cool, danke dir, Fabi. Ich habe sie mir aber auch schon öfter angeguckt, ehrlich gesagt. Ich fand es auch gut. Hört sich doof an, aber ich fand es, ja. Ich fand es selber unterhaltend. Ja, sehr, sehr unterhaltend. Fand ich gut. Kessi, nenn mal deine Top 5 Spiele, die du im Stadion miterlebt hast. Boah, kann ich nicht spontan, ehrlich. Kann ich nicht. Also ich war schon bei einigen Champions League Spielen war ich dabei. Ich war auch einige, natürlich Bundesliga sowieso, aber auch Europa League Spielen. Wenn du willst, mache ich dir mal eine Liste fertig. Ja, ich kann dir mal eine Liste fertig machen, aber so spontan komme ich da nicht drauf. Dafür bin ich auch zu verpeilt und würde jetzt zu lange brauchen, um drüber nachzudenken. Ich habe es mal aufgeschrieben. Mal gucken. Was hat der eigentlich falsch gemacht? Fragt XYZ. Ich denke mal Orlando Engela, ne? Ey, der hat einfach nur einen Fuß gehabt. Das war wirklich so. Der konnte nur mit einem Fuß, konnte der Fußball spielen. Das bei manchen Fußballern ist das auch so, aber die können wenigstens noch einen Pass spielen. Einfach einen Pass. Orlando Engela, nein, konnte das nicht. Und der ist für sehr, sehr viel Geld gekommen damals. Da war damals, wie gesagt, der Superspieler von Andreas Müller und Fred Rütten damals geholt. Ja, ich glaube für 5,5 Millionen oder so. Das war damals sehr viel Geld. Ja. Glück auf zusammen. Ich fand das mit Ibisevic schade. Das war eine Kurzschlussaktion. Jo, fand ich auch. Absolut. Ja. Obasi war auch top, sagt Theo. Obasi war auch wirklich ganz, ganz starker, ganz, ganz starker Stürmer. Ja. Das Traurige ist ja, auch bei einem Orlando Engela, muss man das ja auch schon sagen, bei anderen Vereinen hat es geklappt, sonst hätten wir die ja auch nicht geholt. Auch ein Chinedu Obasi hat bei Hoffenheim gut gespielt. So, aber ja, auf Schalke, da ist die Luft einfach ein bisschen anders. Ist noch viel Kohle wahrscheinlich irgendwie in der Luft. Ist das Mikrofon eigentlich ein bisschen laut? Dreh's mal ein bisschen leiser. Mal gucken. Gibt es schon was Neues bezüglich Transfers? Eigentlich nur, dass Omar Mascarell definitiv gesagt hat: Nö, ich bleibe auf Schalke. Ich renne nicht weg vor der Situation. Ja, das gibt es Neues, was Fakt ist, sagen wir es mal so. Was hältst du von Nico von One Football? Cool. Ja, wie soll ich das sagen? Eine richtige Laberlegende, ne? Also, was der reden kann, das möchte ich auch können. Wirklich, wirklich, wirklich stark. Und absoluter Fußballfan, ne? Aber nicht so. Also ich meine, gut, er ist auch Eintracht-Fan, also Eintracht Frankfurt-Fan, hat also auch seinen Lieblingsclub, aber ich glaube, der guckt auch sonst, guckt er so ziemlich alles. So, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich gucke eigentlich nur Schalke und das war's. Er ist einfach riesen Fußballfan und hat richtig viel Ahnung auch von anderen Vereinen. Und wie gesagt, er kann super viel labern. Das ist unfassbar. Aber der Neue von One Football, oder was heißt der Neue? Eigentlich ist es nicht der Neue, sondern er war schon länger da. Aber ist jetzt so, ja, noch mehr im Einsatz. Wer heißt der nochmal? Niklas. Der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Ja. Wirkt im ersten Moment für mich, habe ich so gedacht, irgendwie ist das was anderes, sagen wir es mal so, als mit Nico. Aber der ist richtig, richtig gut.
Der ist richtig, richtig gut. Hat sehr, sehr viel Ahnung. Laie wäre auch cool, schwer realisierbar, aber bei Kolasinac hätte auch niemand mit gerechnet. Was hältst du von dem Gedanken? Ach, Draxler-Laie? Geht nicht. Geht einfach nicht, deswegen, weil. Frag mich nicht warum, aber du kannst in einem letzten Vertragsjahr von einem Spieler kannst du keinen Spieler ausleihen. Müsst ihr mal darauf achten. Ist nicht ganz korrekt. Im letzten Vertragsjahr schon, aber nur das zweitletzte Halbjahr. Versteht ihr? Wenn der Vertrag komplett ausläuft, dann kannst du nicht fürs letzte halbe Jahr kannst du nicht nochmal einen Spieler ausleihen. Das geht nicht. Dann müsste PSG erst verlängern. Sei spontan, Live-Talk wäre jetzt geil. Du meinst nicht Live-Talk, sondern Call-In wahrscheinlich, ne? Nee. Nee, mache ich heute nicht. Wir haben mal darüber abgestimmt, wie oft wir einen Call-In machen. Das machen wir jetzt alle 2 Wochen. Und ungefähr halte ich mich dran. Ungefähr. Wie gesagt, nach dem Sieg habe ich ja auch schon einen Call-In gemacht. Und ja, wie gesagt, alle 2 Wochen ungefähr kommt immer der Call-In. Albert S. nicht zu vergessen. Albert Streit, absolute Legende, auf jeden Fall Schalke-Legende, hat 4 oder 5 Jahre auf Schalke wirklich gewirkt. Und ja, er in der zweiten Mannschaft. Draxler benötigt Spielpraxis für die EM. Ja, aber nochmal, es geht einfach nicht aufgrund vertraglicher Voraussetzungen. Ach so, dann könnte Draxler ja nach der Saison ablösefrei kommen. Ja, das ginge. Das ginge, absolut. Ja, er müsste halt auf sehr viel Geld verzichten. Dann geht das. Ich weiß, dass es hier wenige lesen. Also Rudi, wir sparen dadurch 3 Millionen Gehalt. Man kann nicht einfach so sagen, dass er verschenkt ist. Sorry. Natürlich kann man das sagen. Klar, wir zahlen Sebastian Rudi. Hat ja nochmal, du hast ja absolut recht. Klar sparen wir dadurch 3 Millionen. Und ich hätte das damals auch so gemacht in der letzten. Wie gesagt, wenn man mich den letzten Tag einfach zu Schalke hingeschickt hätte und gesagt hätte, okay, wir haben ja noch einen Rudi. Wenn wir den jetzt weggeben, dann kriegen wir noch einen Ludewig gerade so. Hätte ich auch gesagt, jawohl, machen wir. So, insofern, ja, weil wie gesagt, du kannst mit dem Sebastian Rudi kannst du keinen Blumentopf mehr auf Schalke gewinnen. Sehe ich ja auch so. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr verschenkt. Wir zahlen 3 Millionen, dass der bei Dings spielt, bei Hoffenheim. Jetzt gucken wir mal bei Namen hier. Peter Löwenkranz, Timo Pukki, Adam Scholey, Edi Glieder, Sidney Sam, René Eierkamp. Timo Pukki fand ich gar nicht schlecht. Timo Pukki fand ich gut, ehrlich gesagt. Das war ein richtiger, richtig sympathischer Spieler. Peter Löwenkranz war so, ja, er hat auch seine Leistung nicht wirklich gebracht. Muss ich schon sagen. Rudi hat das größte Loch in die Kasse gerissen, auch wenn er jetzt woanders rumhampelt. Das größte? Hat Rudi das größte Loch bei uns gerissen? Ich glaube, Bentaleb hat auch ein sehr, sehr großes Loch gerissen. Brel Embolo hat ein sehr, sehr großes Loch gerissen. Ob das das größte war jetzt von Rudi? Kann sein. Kann sein. Was sagt eigentlich deine Frau zu den 20:15 Geschichten? Weiß ich nicht, musst du sie fragen. Nee, was sagt sie dazu? Es ist ihr im Grunde genommen ist ihr überhaupt wie gesprungen. Eigentlich ist es sogar noch besser, weil meine Frau geht sehr, sehr früh ins Bett. Heißt, ja,
Eigentlich sogar noch besser als 18:30. Vorher hatte ich ja 18:30, deswegen, das passt. Kesti, kennst du René Eilkamp? Der war wirklich gut, der konnte ohne ein Foul, konnte niemandem ohne ein Foul den Ball abnehmen. Okay, also René Eilkamp kenne ich vom Namen her noch, aber ganz ehrlich, Kamp, seinen Spielstil habe ich überhaupt nicht im Kopf. Ob der jetzt gut war damals oder nicht, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ist auf jeden Fall ein Name, der mir geläufig ist. Dürfte eigentlich nicht so schlecht gewesen sein, wenn ich den kenne. Raul zurückholen. Ha, sehr gut. Ansonsten hättest du 6 Millionen bezahlt für nichts. Das muss ich nicht verstehen. Kesti, die Entscheidung war gut. Habe ich ja gerade erklärt, Wolfgang. Habe ich ja gerade erklärt. Brauche ich auch nicht. Brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Deine Meinung zu groß. Mittlerweile besser als zu Anfang. Ähnliche Geschichte wie bei Hopp. Ich habe auch bei Groß habe ich gesagt, es ist halt echt der Trainer, der jetzt kommt, den ich halt nicht haben wollte. So. Ich will ehrlich mit euch sein. Das war halt der Trainer, wo ich gesagt habe, also der passt überhaupt nicht auf Schalke. So, aber alles, was er bislang gemacht hat, hat ja gefruchtet. Oder was heißt alles? Also, es war jetzt sein zweites Spiel, das zweite hat er gewonnen. So, was soll ich jetzt zu groß sagen? Anscheinend trifft er ja doch ganz gute Entscheidung. So. Sag du mal deine Meinung zu ihm. Sag du mal deine. Ich meine, ich habe natürlich immer die Sehnsucht nach einem langfristigen Trainer. So, jetzt haben wir den Christian Groß da und ich denke mir, okay, der ist gegen Ende des Jahres der eh weg. Aber okay, habe ich verstanden. Geht nur um Klassenerhalt, um nichts anderes dieses Jahr. Um nichts anderes. Okay. Ja, und dann muss ich sagen, nachdem er aufgeschlagen ist, er hatte eine PK, die war sehr, sehr gut. Alle Aussagen, die er jetzt auch im Nachgang noch getroffen hat, waren alle sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, dass er Ralle Fährmann zur Nummer 1 wieder gemacht hat. Muss ich auch dazu sagen, weil ich bin halt Ralle Fährmann-Fan. Und ja, deswegen sage ich, hat er bislang einen echt guten Job gemacht. Ja. Das größte Loch reißen die noch zu zahlenden Trainergehälter? Nee, das nicht. Das nicht, Philipp. Nein. Die Trainer verdienen einfach nicht so viel. Die verdienen nicht so viel wie Spieler. Also der Baum soll wohl 1 Million im Jahr bekommen haben, David Wagner irgendwie 2 oder so. Das ist auch sehr, sehr viel Geld. Jetzt nicht falsch verstehen, aber sind nicht die größten Posten. Die größten Posten sind halt so Spielergehälter wie zum Beispiel ein Rudi kommt ja nächstes Jahr auch nochmal wieder. Dann kostet er nochmal 6 Millionen im Jahr. Oder Nabil Bentaleb kostet jetzt noch 3 Millionen bis Ende des Jahres, wenn wir ihn nicht loswerden. So. Ja. Sind auch nur Zahlen, die ich jetzt aus der Zeitung habe, aber die sind relativ realistisch mit 6 Millionen bei Bentaleb und bei Rudi. Aber bei Bentaleb eher 5, aber ja. Groß kann man auch noch gar nicht beurteilen. Ja, René, ja. Ist echt zu früh eigentlich. Sorry, war nicht so gemeint. Ich meine so deine Entscheidung bezüglich Fährmann und CEO als Kapitän und deinen ersten Eindruck. Gut. Einfach gut. Wirklich top. Kann ich nicht anders sagen. Nochmal, ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung von ihm. Ich habe gedacht, oh Gott, wer kommt da? Und alles, was er bislang gemacht hat, war gut. Ohne Frage. Glück auf die Gefahr hin, dass die Frage schon diskutiert wurde. Meinung zu immer B, das ist wirklich so fix, wie es heißt. Ich brauche mal eine Quelle von euch. Ich habe keine Quelle zu Ömer Beyaz. Ich habe keine Quelle dazu. Vanilli, das war ein großer Flop. Milli Vanilli oder wer? Ich weiß nicht, wen du meinst jetzt gerade, Michael. Coach Kessi, wie geht es Ihnen nach dem ersten Sieg?
der Saison gegen Mainz, sind Sie zufrieden mit Ihrem Team? Also, wer nach diesem Spiel, abgesehen davon, ach so, du meinst jetzt, ach, du meinst gestern. Okay, alles klar, du bist bei FIFA gerade. Ich denke gerade, wieso Mainz? Okay, alles klar. Ja, mein erster Sieg gestern bei FIFA war gegen Mainz. Okay. Ja, war okay, war okay. Es ist noch viel zu tun. Wir haben eine Reaktion gezeigt, aber es ist noch viel zu tun, Jan. Moin Fabre, hi, schön, dass du mit dabei bist. Und Tiaga auch, hi, schön, dass du mit dabei bist. Ein Schalke-Trainer ist wie bei einem Elfmeter der Torwart. Wenn er ihn nicht hält, sagt jeder, war eh klar. Und wenn er ihn hält, ist er der Held. Weiß nicht, ob ich verständlich rüberbringen konnte. Ja. Ja, ne? Kann man auf jeden Fall so sagen, ja, genau. Wie gesagt, ein Trainer wird immer an Ergebnissen gemessen. Wenn er nicht gewinnt, dann ist der Trainer ist der Leidtragende. Ist so. Kessi, ich versuch's nochmal. Kann man sich so ein Schalke-Update-T-Shirt bestellen? Konnte man mal, habe ich aber rausgenommen. Habe ich aber rausgenommen, weil, keine Ahnung, wollte auch keiner haben zum damaligen Zeitpunkt. Also nicht. Also wenn da mal mehr irgendwie drauf auf mich zukommen würden und sagen, hey, ich möchte das unbedingt haben oder so, dann könnte ich euch nochmal welche besorgen. Aber eigentlich gibt es sie jetzt nicht mehr. Nee. Ist das das türkische Top-Talent? Ich habe seit November nichts mehr gehört von Beas. Ich auch nicht, genau. Hey Cassie, wir haben noch nicht mal eine Leihgebühr für Matondo bekommen und gerade mal 1 Million Gehalt gespart. Und dann wundern wir uns, warum wir kein Geld mehr für andere Neuzugänge haben. Dafür soll ja noch jemand verkauft werden, denke ich. Also für mich war das irgendwie vor der Transferphase, war das für mich sowas von klar, dass wir einen Spieler verkaufen. Ja, ich habe natürlich in erster Linie an Ozan Kabak gedacht, aber bei Schalke weißt du sowieso gar nichts mehr. Also dann kommt mal eben ein Kolasinac, ohne dass jemand verkauft worden ist, ohne dass wir überhaupt irgendwie Geld eingenommen haben. Schalke wird wieder eine absolute Wundertüte sein. Und ganz ehrlich, ich traue das Jochen Schneider jetzt tatsächlich auch zu, dass die Mannschaft auch einfach so bleibt. Das wäre so ein Jochen Schneider-Move. Bis dato ausschließlich türkische Medien hinsichtlich Beyaz. Okay. Ja, wie gesagt, türkisch kann ich nicht. Sorry. Kann ich nichts zu sagen, da jetzt gerade zu. Nix. Hast du das Video von One Football bezüglich Schalke-Transfers gesehen mit Tommy und Juncker? Habe ich gesehen. Habe ich gesehen und ich fand es stark. Also, wie gesagt, auch da wieder so ein Video von dem Niklas. Einfach gut. Einfach stark. Ja. Auch gute Ideen gehabt, realistische Ideen auch gehabt. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. One Football heißt der Kanal. Genau, wer ihn nicht kennt, die meisten werden ihn kennen. Das ist einfach der größte in Deutschland. Aber ja, sehr gutes Video. Okay, was haben wir noch? Cassie, wie viele Spieler werden Schalke nach der Saison wohl verlassen wollen? Die Frage ist ja auch erstmal, wer geht denn überhaupt? Wer geht denn sowieso, weil sein Vertrag ausläuft? Lass uns nochmal reingucken. Ich meine, wir haben das schon mal nachgeguckt, aber ich vergesse so viel. Deswegen lass uns mal nachschauen. So. Dieser Verein heißt Schalke 04. Auslaufende Verträge 2021, Schalke 04. So.
Okay, gehen wir mal erstmal die durch. Nabil Bentaleb, sind wir uns alle einig, da wird nichts verlängert werden. Der ist weg. Frederic Renault wird, denke ich mal, auch wieder. Stand jetzt. Wir wissen nicht, was passiert. Ja, Fährmann kann sich noch verletzen. Vielleicht, keine Ahnung, kommt noch mal ein Umdenken beim Groß, glaube ich aber nicht. Ich denke, Frederic Renault wird wieder gehen. Zumal der auch noch viel Ablösesumme kosten würde. Was heißt viel? Vielleicht auch wenig, aber es wäre halt nochmal ein Kostenfaktor für Schalke. Deswegen denke ich, wird Frederic Renault wieder gehen. Alessandro Schöpf. Der Vertrag wird nicht verlängert werden, Stand jetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich persönlich schade finde, weil ich Alessandro Schöpf wirklich für einen talentierten Spieler halte. Dafür werde ich immer komisch angeguckt. Aber ich finde, Alessandro Schöpf hat wirklich Talent, nur er macht viel zu wenig daraus. Speziell in den letzten 2, 3 Jahren so gut wie gar nichts mehr. Aber ja, muss er selber wissen, der Alessandro. Dann Kilian Ludewig. Ach, guck mal, Kilian Ludewig. Ausgeliehen, ne? Genau, von Red Bull Salzburg. Ja, was machen wir mit dem Ludewig? Könnte wieder gehen. Könnte wieder gehen. Vielleicht für eine kleine Ablösesumme, sagt Red Bull vielleicht, ja, könnt ihn haben. Ist dann die Frage, ob Schalke das dann auch macht. Ich meine, Kilian Ludewig reicht für mich jetzt aktuell eher nur zu einem Backup. Für einen Stammrechtsverteidiger. Ja, der muss sich einfach noch entwickeln, dem fehlt einfach noch ein bisschen an Klasse. Dann Steven Skripski, der Vertrag wird nicht verlängert werden. Von Steven Skripski werden wir uns wohl auch verabschieden müssen. Dann Timo Becker. Ich glaube, Timo Becker wird noch bleiben. Ich glaube, der wird sich irgendwie noch mit Schalke einigen. Ich denke auch, dass er in der Rückrunde noch das ein oder andere Spiel machen wird. Aber gut, müssen wir gucken. Dann Michael Langer. Oh, sehr gute Frage. Wird Michael Langer nochmal verlängern? Könnte sein. Könnte sein. Er ist mittlerweile 36. Könnte sein, dass er nochmal ein Jahr dranhängt, auf jeden Fall. Luca Schuler. Ja, gut, muss man mal abwarten. Ne? Der hat jetzt noch Vertrag bis Ende des Jahres, aber noch haben wir noch nicht wirklich was von ihm gesehen. Und Matthew Hoppe, damit wird jetzt wohl verlängert werden in den nächsten Tagen, Wochen. Da gehe ich stark von aus. Ja. Okay. So, dann gehe ich mal ein bisschen runter. Was sagst du zu Marcel Reifs Aussage beim Doppelpass? Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Nee, doch, habe ich wohl mitbekommen, genau. Irgendwas mit Jungtürken hat er gesagt, ne? Keine Ahnung. Marcel Reif, der sagt sowieso manchmal komisches Zeug. Ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht so im Detail angeschaut, was er gesagt hat. Kann nichts nicht dazu sagen. So, was haben wir noch? Ich finde, Schöpf entwickelt sich nicht. Nee, tut er auch nicht. Tut er auch nicht. Ich glaube, der hat zu viele andere Sachen im Kopf. Ich glaube, der spielt privat, keine Ahnung, zu viel Gitarre oder so. Ja, der muss echt mal mehr sich um den Fußball kümmern. Ludewig für die letzten 20 Minuten. Ja, wie gesagt, als Backup eigentlich, ne? Als Backup, falls sich mal einer verletzt auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, da ist er der Richtige im Moment für. Stamm ist schwierig bei ihm. Jan Bremmer, Schöpf für mich so ein Spieler, der irgendwie keine richtige Position hat. Ich meine, der kann doch schon alle Positionen durch. Der kann für mich nicht schlecht, aber auch nichts wirklich gut.
ist auch ein Thema. Ich glaube, das ist auch ein Thema, warum Schöpf letztendlich auch nicht so gut ist. Er hat einfach keine feste Position, wo er sich mal hat festspielen können. Ja, der hat mal Rechtsverteidiger gespielt, der hat mal rechtes Mittelfeld gespielt, der hat mal offensives Mittelfeld gespielt. Ich glaube, der selber sieht sich sogar als Zehner. Und er hat Sechser gespielt, Achter gespielt. Das ist aber letztendlich aber auch seine große Stärke, dass du ihn halt überall reinsetzen kannst. So. Ja. Aber wie gesagt, er kann das auf einem ganz anderen Niveau, aber das zeigt es schon lange nicht mehr. Leider. Was ist dein Beruf? Mein Beruf ist Bürokaufmann im Endeffekt. Ja. Bin aktuell im Gesundheitsamt tätig, aber Bürokaufmann ist mein Beruf. Der Gelernte. Verfolgst du neben Schalke und der Bulli auch noch andere Ligen? Nein. Die klare und wahre Antwort ist nein. Nein. Reagier mal auf den Cola-Song at Schalke Update. Ich habe den gesehen, ich habe mir den angehört. Also ich fand's cool, dass er den Song gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Es war jetzt. Ohne dem Kanon da jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ich denke, er muss noch das ein oder andere Musikvideo müsste er nochmal machen, dann nicht Video, sondern den einen oder anderen Song müsste er nochmal produzieren, ein bisschen besser ausproduzieren. Ich glaube, dann wird es auch besser. Ja, so gut fand ich ihn jetzt nicht. Nee. Also mal abgesehen davon, ich hätte es nicht besser gekonnt. Ja, also. Wie gesagt, ich sehe mich selber auch als einer, der auch nicht im High-End-Level irgendwie Videos produziert oder so. Insofern, ja, da können wir beide noch lernen, sagen wir es mal so. Kann sich ja mal bei mir melden, können wir zusammen lernen. Bei Cassis Englischlehrer. Harit bei 20 Millionen Ablöse verkaufen im Sommer, fragt Philipp. Nein. Nee. Es kommt doch alles auf den Klassenerhalt an, dann wird man sehen, sagt Michel. Ja, ist so. Ist so, ne? Ist ganz klar, davon hängt so viel ab auf Schalke. Davon hängt so viel ab. Meinung zu Ebbesand als Sportdirektor. Würde ich absolut feiern. Absolut. Und ich halte es für gar nicht mal für unwahrscheinlich, weil Ebbesand hat einfach gute Kontakte auch noch nach Schalke und war auch eine Zeit lang mal sportlicher Beirat. Spricht noch sehr gut Deutsch. Also fände ich cool. Ebbesand war früher auch einer meiner Lieblingsspieler zu der damaligen Zeit, wo er halt auch da war. Bei mir sind sowieso meistens die Stürmer meine Lieblingsspieler. Meistens, nicht immer, aber ja, deswegen würde ich feiern. Kessi, was hältst du von der neuerlichen Stimmungslage auf Schalke nach dem ersten Sieg jetzt? Ich finde es wieder mal total übertrieben. Hoppe ist auf einmal ein Top-Talent und Messi 2.0 etc. Was ich davon halte? Ich finde es geil. Ich finde es einfach geil. Muss ich wirklich sagen, da bin ich genau so ein Schalker wie andere auch. Ich komme auch ganz schnell in Euphorie rein und freue mich einfach nur drüber. Also ja, das macht zum Teil aber auch einfach aus, dass wir Schalker sind. So. Wir sind halt teilweise, also ich will es nicht jedem unterstellen, aber ein Großteil der Schalker ist nun mal Träumer. Und ja, wir lassen es auch von der Euphorie treiben, aber deswegen ist es auch so cool auf Schalke. So, deswegen ist Schalke auch so ein geiler Verein. Hast du mit Lennart nach dem Sieg gesprochen? Ja, Elmar, habe ich. Kann ich eigentlich auch drüber reden, was wir miteinander besprochen haben.
Lennart war bei Schalke TV zu Gast, hat er mir erzählt. So, jetzt haltet euch fest. Jetzt war Schalke TV, die haben vor dem Spiel, haben die ein, ja, weiß ich nicht, quasi so ein Warm-up oder sowas gemacht. Also eine, ich glaube, die Sendung habe ich schon mal gesehen. Das haben die auch mal so ausgestrahlt. Wie heißt denn das nochmal? Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hier mit dem Quatscher und mit Jörg Sewenaik haben die eine Sendung halt produziert. Da, in der Vergangenheit, da sind irgendwie, ich weiß nicht, Bratwurstflanke oder so, irgendwie so heißt das Format. Frag mich nicht. So, jedenfalls war Lennart zu Gast und ratet mal, wer tatsächlich auch einfach im Stadion war zu unserem 4-0-Sieg. Lennart, der muss da jetzt jede Woche hin. Der muss da jetzt jede verdammte Woche hin. Also, wie gesagt, Schalke 04, Lennart ab sofort jede Woche ins Stadion. Ansonsten wird das nichts mehr diese Saison. Also, ihr habt selber in der Hand, ladet ihn jede Woche ein und ja, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Ein gutes Stück der Stimmung war wohl eher Sarkasmus. Kann sein, Klaus. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Kessi, hast du selber mal gekickt? Ja, aber ja. Da kann ich schon fast nicht drüber reden. Also, sowas habt ihr auf dem Platz noch nicht gesehen. Sowas habt ihr auf dem Platz noch nicht gesehen. Also ich war damals Stürmer. Ich war der langsamste Stürmer aller Zeiten. Wirklich. Unfassbar. Aber da waren Jungs auf dem Platz, die waren, keine Ahnung, 30 Kilo schwerer als ich. Ich war langsamer. Das ist unfassbar. Ich habe eine ganz gute Schusstechnik gehabt. Ja, also ich kann auch gut Freistöße schießen und habe ziemlich viel Kraft auch in den Beinen gehabt. Das war alles nicht das Problem. Aber ich war einfach zu langsam. Definitiv. Die weiß das, ne? Genau. Kann man nicht kicken nennen. Genau. Ja. Didi und ich kommen aus dem gleichen Örtchen. Übrigens, hier ist sogar ein Ex-Trader von mir, der guckt sich regelmäßig die Streams an. Gut, der hat mich immer in den. Ich glaube, in der F-Jugend war das, genau, in der F-Jugend betreut. Ist schon ein bisschen länger her, aber ja. Deswegen. Der kennt auch meine fußballerischen Qualitäten. Bin jetzt frisch dabei. Was ist das mit Oma Mascarell? Quelle. Guck bei kicker.de. Da kannst du es nachschauen. Boah, ich kann es dir auch gerade reinschicken, reinschreiben. Mache ich doch gerne für dich, Dorsch. Das ist Dienst am Kunden. Da kommt auch gerade wieder so der Sachbearbeiter aus mir raus. Zack, kurz rausgesucht. Einfach. Ich finde es nicht. Das ist ja nicht gut. Hallo. Falsche Entscheidung getroffen. Hättest du doch nicht versprechen sollen, Kisti. Warte. Mascarell. Kicker. Da. Da ist er. Bom, bom, bom. Was haben wir hier noch? Warst du mal Trainer oder willst du mal Trainer werden? Ich würde das tatsächlich gar nicht mal komplett jetzt noch ausschließen, aber ganz ehrlich, ich müsste halt mir schon noch so ein paar Sachen eineignen. Ich müsste wahrscheinlich auch noch mal vorher eine Saison kicken. Ja. Also nein, war ich nicht, will ich mal werden.
Keine Ahnung, muss passen, muss passen. Also mittlerweile könnte ich das wohl besser machen, als ich es früher gekonnt hätte. Früher, ja, wie gesagt, ich war einfach ein fauler Hund, so. Da hättest du mit einem Trainer, mit einem Kessi als Trainer nichts anfangen können. Mittlerweile, glaube ich schon, würde ich das, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Doch, glaube ich schon. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir uns fangen, sagt Dennis. Betrachte das als meine Verantwortung, gerade als Kapitän. Ich bin nicht einer von denen, der das Schiff verlässt, wenn es schlecht läuft, sagt der 27-Jährige. Jo, genau. Danke dir, Dennis. Danke, dass du es reingeschrieben hast. Duty Purse hat geschrieben: Klar, Ebbe Sand wäre toll, aber einer mit mehr Kompetenz für die Sache wäre besser. Ebbe Sand hat Kompetenz, ne? Der war mal Sportdirektor bei Brøndby Kopenhagen. Also das kann der. Ich meine, wahrscheinlich willst du so ein bisschen darauf hinaus, dass er die Bundesliga wahrscheinlich nicht so intensiv verfolgt wie andere, weil er jetzt aus Dänemark kommt. Aber na. Ja, gut. Braucht er vielleicht ein bisschen mehr Einarbeitungszeit als andere. Aber das würde der schon hinkriegen. Da bin ich mir sehr sicher. Luan, sehr gut. Daher Michael, sehr gut. Luan, einen hast du noch. Michael, was meinst du? Wie gesagt, wenn du anfängst hier zu provozieren als Fan eines anderen Clubs, wie gesagt, einen Schuss hast du frei, danach beim zweiten musst du leider diesen Stream verlassen. Und das meinte Michael damit. Genau. Du kannst hier gerne diskutieren, jetzt mal ohne Spaß. Jeder, der hier ist, der mit uns diskutieren möchte, ich freue mich da mega drüber, auch wenn wir andere Sichtweisen, andere, ja, wie gesagt, einfach verschiedene Leute hier drin haben, finde ich cool. Aber wie gesagt, provozieren lassen. Ein Schuss hast du frei, danach musst du leider den Stream verlassen. Okay. Was sagst du dazu, dass der Kommerz eine immer größere Rolle im Fußball spielt? Ich habe mir mal die Videos von Manu Thiel über Manchester City und Red Bull angeschaut und bin ziemlich erschreckt. Cem, da hast du absolut recht, dass das so ist. Und da hat auch der Manuel Thiele recht, wenn er das sagt. Und mich erschreckt es tatsächlich auch, weil mittlerweile ist es einfach so, dass diese Schere einfach immer größer geworden ist. Es geht mir da nicht mal mehr jetzt nur um Plastikvereine oder so, sondern es geht mir auch so, einfach so ein bisschen darum, die Vereine, die sich halt regelmäßig für die Champions League qualifizieren, die bekommen einen extremen Vorsprung gegenüber den anderen Vereinen. Bei Bayern München ist es mittlerweile so, die können nicht mehr viel falsch machen. Wenn die mal was falsch machen, dann werden die vielleicht mal eine Saison Zweiter, vielleicht Dritter oder Vierter auch mal, ja, wenn es ganz, ganz schlimm läuft. Aber viel mehr geht da nicht schief, ja, und dann dauert es ein, zwei Jahre, dann sind die auch wieder Meister. Also, ich finde es schade, dass der Fußball sich so entwickelt hat, aber ich werde es auch nicht ändern können jetzt. Ich werde es nicht ändern können. So, Spam zählt auch, Luan. Für Spam darfst du uns auch verlassen. Hau rein. Ciao. Die Reaktion nach dem Serdar nach einem geglückten Zweikampf fand ich sehr cool. Und hat mich tatsächlich berührt. Okay, ja, mich auch. Mich auch. Fand ich wirklich. Ja. Ich weiß nicht, Wolfgang, was du immer hast. Ganz ehrlich, andere Nachrichten überlese ich auch. Ich checke wirklich nicht, was manchmal durch deinen Kopf geht, Wolfgang. Letztens hast du mich noch angerufen, hast gesagt, ey, toll, wie du das so machst. Und manchmal bin ich ja auch schwierig. Und heute ballerst du eine Nachricht hintereinander rein und du merkst es nicht mal, dass andere Nachrichten auch überlesen werden, Wolfgang. Manchmal lese ich halt Nachrichten auch von dir nicht vor. Das ist einfach so.
Da kannst du. Ja. Ich denke mal, das versteht gerade hier jeder, Wolfgang. Nur du nicht. Cassie, was ist der Plan fürs Wochenende? Wie viele Stunden wirst du streamen? Ich denke mal, wir starten wieder um 10. Oh, nee, nee. Oh, wir spielen ja erst um 18 Uhr. Boah, Elmar, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Starte mal bitte um 10. Ey, da müsste ich streamen mindestens. Oh, warte mal. Das sind 23 Stunden. Ungefähr 23 Stunden wären das dann. Ach, 23, was rede ich da? 13 Stunden. Das wäre ein bisschen viel. Jetzt haut Wolfgang, aber ich kann es nicht ändern. Also mit Wolfgang, wir hatten das Thema jetzt schon öfter mit Wolfgang. Wolfgang fühlt sich immer benachteiligt hier im Stream. Ja, hat das schon oft auch kundgetan. Ist jetzt zum Beispiel wieder im Call-in, ist er wiedergekommen, hat gesagt, hey, alles ist cool, alles ist wunderbar. Heute fängt er wieder damit an. Ich check's einfach nicht. Deswegen, ja. Ich finde es sehr schade, weil Wolfgang auch zum Beispiel in den Call-ins auch immer sehr, sehr viel ja, andere Sichtweisen mit reinbringt. Irgendwie passt das auch irgendwie ganz gut, weil Wolfgang ja auch ganz klar immer seine Meinung sagt. Ihr seht es ja heute auch wieder. So, das hat auch natürlich einen riesen Unterhaltungsfaktor. Aber wie gesagt, wenn er sich immer benachteiligt fühlt, dann weiß ich nicht. Dann ist ja schwierig. Okay. Also 1-1. Krass. So, ich gucke gerade mal. Kiel Bayern 1-1 tatsächlich. Oh Gott. Nachher gewinnt hier der eine Kollege noch. Kess, das gibt Stress mit der Frau, wenn 13 Stunden gestreamt wird. Nee, aktuell nicht tatsächlich. Aktuell nicht. Also ich möchte ja auch, dass ich damit erfolgreich bin. Also aktuell nicht tatsächlich. Das ist ganz cool. Der Fußball hat eine schlechte Entwicklung gemacht. Wenn ich mir Stars damals angucke, wie Maldini, Gerard etc., zu denen kann man aufblicken. Heute viele Memmen unterwegs, die nur die Kohle sehen. Also was so Typen angeht in der Bundesliga, wenn ich mich da mal so umschaue, hä, es sind andere Typen heutzutage. Es sind wirklich andere Typen. Natürlich, man kann auch einen Thomas Müller als Typen bezeichnen. Auch Max Kruse natürlich sowieso. Max Kruse ist vielleicht noch einer von der alten Garde. Aber ansonsten gibt es da echt wenig von. Da hast du schon recht. Da hast du recht. Michael sagt, Kai, du musst den Wolfgang nicht beleidigen. Und das stimmt auch, Kai. Das stimmt auch. Und danke dir, Michael. Ich habe da gestern schon so ein bisschen nochmal drüber gesprochen. Also ich bin da jetzt auch sehr intensiv nochmal gestern noch bei einem Kandidaten mit reingegangen. Das will ich aber nicht mehr.
Ich will mich nicht mehr runterziehen lassen von Leuten, die, keine Ahnung, entweder extrem viel Aufmerksamkeit brauchen. Das wird den anderen gegenüber auch nicht gerecht. Ja, es stört irgendwann die anderen auch. Es stört nachher den kompletten Stream. Oder Leuten, die mir halt persönlich irgendwie was Negatives wollen. So, warum soll ich mich damit abgeben? So, werdet einfach gebannt und gut ist. Ja, da mag dann vielleicht auf dem Kanal jetzt Schalke-Update draufstehen und vielleicht bist du dann auch Schalker. Aber nochmal, wenn du mich beleidigst, wenn du den Chat beleidigst, wenn du hier reinkommst und irgendwas Asoziales loslässt, so, dann fliegst du halt. Fertig. Was haben die Bayern für Trikots an? Selbstgenähte? Ich habe es gerade auch gedacht, aber ich dachte, was für ein Bild haben die denn da genommen? Bei Kicker? Sieht aus wie irgendwie aus den 90ern. Egal wie viele Stunden, ich freue mich schon mal drauf, machst das super, danke dir. Pass auf, Elmar, du kriegst jetzt auch eine konkrete Antwort von mir. Meine Rumgelutsche geht mir gerade selber auf den Sack. So, 18 Uhr haben wir gesagt, ne? 18 Uhr ist das Spiel. Ja, ich würde sagen, wir starten um 11. Wir starten um 11, dann werden wir erst ein bisschen zocken. Ja, ein bisschen talken, wie auch immer. Irgendwie werden wir den Tag auf jeden Fall rumkriegen. Und 18 Uhr geht das Spiel los, dann machen wir den Spieltagsstream. Und ja, wie gesagt. Mal gucken, was ich mir alles so einfallen lasse. Ich werde auf jeden Fall mal Rocket League wollte ich mal checken, wie das Spiel ist. Also ich will im Moment ein bisschen viel ausprobieren. Nicht, dass ihr euch wundert. Mit Sicherheit werde ich FIFA auch noch mal zocken. Ja, sowas. Genau. Und vielleicht kriege ich ja noch den einen oder anderen Gast. Mal gucken. Zieht dich das runter, Kesti? Also ist das sowas, dass du privat mit in dein Leben nimmst oder lässt es dich einfach kalt? Inwieweit hat das hier auf YouTube Einfluss auf dein Gemüt? Also zu Anfang war es, naja, war es schon krass. Also im Nachgang muss ich sagen, so die ersten Kommentare, die ersten negativen Kommentare, die wirken nochmal ganz anders. Das ist wie, als wenn dir einer auf der Straße entgegenkommt und dir sagt, dass du ein Penner bist, so ungefähr, ja. Das tut dann schon weh im ersten Moment. Mittlerweile immer weniger. Aber ich bin da immer noch in einem Prozess drin, tatsächlich. Manchmal fällt es mir noch schwierig, es einfach zu ignorieren, ja. Und dann gehe ich trotzdem nochmal auf so Sachen drauf ein. Und dann, ja. Dann kann es sein, dass ich da noch tiefer reinsteige und dann ist vorbei. So, das möchte ich aber nicht mehr. Und ja, wie gesagt, da arbeite ich dran. 10 Uhr irischer Zeit passt. Sehr schön. Okay. Freue mich, wenn du dabei bist, Elmar. Sonntag ist Kesti-Tag. Jo, genau. Lennart Schiebauer trifft gegen Juve. Hatten einfach den und Philipp Max in den letzten Jahren in der Knappenschmiede und eiern jahrelang mit Oczipka links rum. Genau mein Humor, sagt Lunox. Nicht das erste Talent, was uns verlässt, ne? Manchmal finde ich das so schade auch.
Das sind so unerkannte Talente. In gewisser Weise haben wir das auch bei Can Ayhan gehabt oder auch bei Mesut Özil eigentlich. So, die sind dann irgendwann abgegeben worden nach dem Motto, ja, brauchen wir ja nicht oder so. Oder entwickelt sich nicht mehr. Kannst du ruhig abgeben, kein Problem. Ja. Bevor du offline gehst, eine Sache will ich nochmal loswerden. Empfinde das als sehr stark. 200 Zuschauer versucht allen gerecht zu werden. Bitte bleib strukturiert. Würde mich auf Ablaufplan Wochenende freuen. Der kommt auf jeden Fall auch. Gab es ja bei den letzten Malen auch. Ablaufplan wird es geben. Der kommt. Ja. Hier rein, da raus. Ja. Harit bekomme ich ein Autogramm. Auch nicht schlecht. Okay, glaubst du, wir werden in der nächsten Saison wieder stabiler? Ach, Philipp, das ist zu früh. Wir wissen noch nicht, wie die Saison ausgeht. Grundsätzlich, obwohl, nee, eigentlich gibt es da doch eine pauschale Aussage zu. Egal ob zweite oder erste Liga, wir werden stabiler werden, weil bislang, naja. Haben halt die ersten 15 Spiele haben wir verloren, ne? So, oder die ersten 14. Das wird uns nicht nochmal passieren. Sag ich jetzt so. Aber 14 Spiele, glaube ich nicht dran. Entschuldigung, wir haben auch nicht alle verloren. Wir haben sie nur nicht gewonnen. Bevor jetzt die Kommentare gleich reinrattern. Okay. Bayern spielen mit Spezialtrikots. Erlös geht an SOS Kinderdörfer. Oh, das ist auch ein feiner Move von den Bayern. Das ist doch nett. Haha, ich habe vorher einen Fünfer gesetzt auf Kiel, 50er gesetzt auf Kiel. Hast du aber nicht wirklich, Kai, oder? Hast du nicht wirklich. Kann ich mir nicht vorstellen. Also man setzt doch keiner 50 Euro auf Kiel. Konstant und konstant, kennen wir doch. Genau. Oder wie gesagt, Mailand oder Rom, Hauptsache Italien. War beides Italien jetzt, ne? Okay. Waren auch ein paar Unentschieden dabei. Genau. Was wäre dein Wunsch für die Rechtsverteidigerposition? Würde eine erneute Kenny-Leihe feiern? Bei Everton kommt er auch nicht so zum Zug. Ich würde Kenny würde ich feiern. Ich würde aber auch einen Danny da Costa feiern. Meine erste Wahl ist aber Kenny. Danke dir, Dorsch. Danke dir. Aber ja. Wie gesagt, ich ziehe da keinen Vergleich. Ich ziehe da keinen Vergleich zwischen den. Ja, okay. Ich verstehe den Hype um Kenny nicht so ganz. Er hat ja auch einen ordentlichen Beitrag zu unserer miesen zweiten Halbsaison. Ich fand aber, dass Kenny die rechte Seite richtig stark, also wie gesagt, hoch und runter marschiert. Und ich fand, der war noch einer der wenigen, die sich gegen den, ich sag's mal, Niedergang von Schalke gewehrt haben. Fand ich wirklich. Also, müsst mal gucken. Warte. Jonjo Kenny. Der hat ja noch Tore geschossen, sogar noch in der Rückrunde. Als Rechtsverteidiger. So, gucken wir mal. Der Herr Jonjo. Ja, und auch so von der Art und Weise her war der einfach cool. Ich weiß, eine Art und Weise schießt noch keine Tore, aber
Jo, das war gegen Union Berlin, da hat er nochmal getroffen gehabt. Und gegen Hoffenheim hat er nochmal eine Vorlage gemacht, in der Rückrunde. Ansonsten in der Hinrunde auch ein Tor geschossen, zwei vorbereitet. Und wir haben nicht die meisten Tore in dieser Saison geschossen. Also, ich fand ihn stark. Ich fand ihn wirklich stark. Was ist deine Meinung zu Kevin Rüegg? Also erstmal, Kevin Rüegg kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass dieses Gerücht um ihn gibt. Deswegen, weil Philipp Degen auf Schalke war, der Spielerberater. Warum war der Philipp Degen da? Ich glaube ja, es hat eher was mit nicht mit einem Spieler zu tun. Der Degen hat ja ein Foto gesendet, dass er auf Schalke ist. So, warum macht ein Spielerberater das? Das wäre doch total dumm eigentlich, das zu machen. Ich kann mir vorstellen, er ist auf Schalke gewesen, deswegen, weil er den Christian Groß gut kennt. Also die beiden haben geschäftliche Beziehungen zueinander und ich denke mal, deswegen ist er auf Schalke gewesen und kein anderer Grund. So, das wird nicht wegen Kevin Rüegg gewesen sein, bin ich der festen Überzeugung von. Wenn man nachher verpflichten, gut, dann habt ihr mich erwischt. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Die kannst du noch mal singen. Ey, ich singe nur dann, wenn ich es wirklich fühle. Also ich weiß nicht mehr, ob du das jetzt ernst meinst, Dark Netflix. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt, ab und zu singe ich tatsächlich, aber nur in so kurzen Momenten. Ja. So. Wenn ich das fühle, ja, dann singe ich ein paar Schalke-Lieder. Wir haben immer einen der schlechtesten Stürmer der Liga, war schon immer so, sagt Marcel. Ja, schon immer, ist ein bisschen sehr pauschal, ne, wenn man sich Ebbe Sand und Klaas-Jan Huntelaar mal anschaut, aber ja, ist oft so, dass wir Stürmer haben, die nicht oft treffen. Das stimmt. Ich mein's ernst. Okay, gut, alles klar. Haben uns heute am Essenstisch aus dem Livestream dein Gesang der Schalker Fangesänge angehört. Okay, alles klar. Kesti, warst du nicht bei DSDS? Jetzt geht's los. Nein, war ich nicht. Och, doch, ich war in der aktuellen Staffel. Hier, da, wenn ihr noch mal guckt, da ist ein Typ, der ist jetzt komplett, ist jetzt komplett ausgeblendet worden, komplett verwischt worden. Das bin ich. Egal. Gibt's was Neues auf Schalke außer Mascarell, fragt Juju. Eine gute Frage, Juju. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Nein. Chris und Steffi, jawohl, sehr cool. Dankeschön, dass ihr jetzt Kanalmitglieder seid. Sehr cool. Und das steht immer noch willkommen bei Kumpel. Ja, willkommen bei Kumpel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Kessi meinte insgesamt, dass sie von den 18 Mannschaften mit am wenigsten Tore erzielen in der Saison. Von den 18 Mannschaften mit am wenigsten Tore erzielen in der Saison. Dieses Jahr. Ja, absolut. Ach so, oder du meinst generell, dass wir zu wenig Tore schießen. Okay. Ey, klassischerweise hat Schalke. Stimmt, hast du recht. Ja, hast du wirklich recht. Ja, wir schießen einfach nicht viele Tore. Für DSDS ist Kessi zu gut, er war 2017 bei The Voice. Was? Redet doch nicht so ein Quatsch jetzt. Der Kästler. Ah, Klaus, ey. Oh, der Kästler.
Schön. Was sagst du zu Kiel Bayern? Ja, also wenn es so weitergeht, ne? So ein 1 zu 1 sieht ja schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Jetzt müssen die Kieler noch einen nachlegen und ich bin glücklich. Na, Grüße aus Köln-Porz, jawohl. Liest du auch deine Mails, Kesti? Jetzt seit einigen Tagen nicht, noch nicht wieder, Stefan, aber normalerweise mache ich das, ja. Also, ja, mache ich. Aber ey, danke erstmal für den Fünfer. Danke, cool. Wenn Kiel heute gewinnt, dann machen wir bis Mitternacht und du singst atemlos. Hast du mir eine Mail geschrieben, Stefan? Pass auf, ich gucke mal gerade nach. Ich gucke jetzt live, ob der Stefan mir eine Mail geschrieben hat. Wenn du willst, dann lese ich die sogar vor. Aber darum geht es wahrscheinlich nicht. Ja, hast du. Kriegst du auch eine Antwort drauf, Stefan. Ich lese meine Mails. Ja. Was ist denn jetzt los? Dank Netflix, Dankeschön für die 2 Euro. Aber ey, wie nennt sich das? Ich bin kein Musikautomat. Da kann man kein Geld reinstecken und dann singe ich automatisch. Ehrlich, nee. Das muss ich schon fühlen. Ehrlich. Wäre ja noch schöner, wenn ich hier sitze, wie so ein kleines Zirkusäffchen. Was passiert mit dem Geld, was hier reinkommt? Ich finanziere in erster Linie finanziere ich den Kanal damit. Ja, genau. Langfristig gesehen werde ich 10% der Einnahmen hier auch komplett spenden. Wie gesagt, sobald ich aber erstmal die Kosten damit gedeckt habe. Genau. Und im Endeffekt, ja, investiere ich sowieso im Moment auch nur in den Kanal. Also ich habe jetzt wieder neues Licht bestellt. Also bisher kann ich mir noch nicht viel dafür in die Tasche stecken. Das muss ich ganz klar sagen. Habe ich an deinen Channel geschickt. Okay. Wie gesagt, ich gucke es mir nachher an, Stefan. Die Schalker Hymne füllst du doch immer. Genau. Klar, wenn in der DSDS die Jury sitzt, muss doch singen für uns. Schlappe Seppel sagt, das geht alles für Nutten und Koks drauf. Früher oder später, ja. Guckt meine Frau zu. Das war ein Zeichen. Komm schon, Kesti, dafür sind wir alle geboren. Ab ans Mikro. Nein. Nein. Denk an die Steuern, das hat vielen das Genick gebrochen. Stimmt, Marco. Stimmt. Hast du absolut recht. Lunox, danke dir für die 3,49 €. Danke dir. Sehr cool. Bleibt Oma? Ja, Marco. Oma bleibt, hat ganz klar gesagt, er bleibt auf Schalke. Er will nicht wegrennen. Er will nicht. Leute, was ist denn los? Huiuiui. Wer war's jetzt? Dorsch war's. Danke dir, Dorsch. Und bitte singen. Nein.
Da bleibe ich heute mal straight auf jeden Fall. Ihr seid ja gut, ey. Sag ich das noch so? Und dann? Was haben heute so viele mit Singen? Keine Ahnung, Speedy. Wie gesagt, ab und zu singe ich ja auch, aber nochmal, wenn ich das überhaupt nicht fühle, dann nicht. 2 Euro und 1 Cent. Danke dir, Dorsch. Danke dir. Kessi, hast du schon getippt? Nee, Stefan, habe ich noch nicht. Muss ich noch machen. Danke nochmal für den Hinweis. Das ist gut. Ich muss da echt manchmal dran erinnert werden. Another coin for the Jukebox. Genau, Jukebox heißt das. Genau. Jo. Okay. Juju sagt schon ciao. Dann sage ich jetzt auch zu Juju ciao. Hau rein. Und euch sage ich auch ciao, denn wir haben es wieder 21:45 Uhr bzw. 46 jetzt schon. Cool, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Das ist so die alte Leier, die ich jetzt runterspule. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auf Gefällt mir klicken und gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten sage ich jetzt, macht's gut, Glück auf, baut keinen Scheiß. Ja, müsst ihr aber auch selbst wissen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann, bis morgen. Ciao.